Verdammt sind wir, wie Figuren zu leben. 16 von uns wird es ewiglich geben. Weder schwarz noch weiß bleiben verschont. Im endlosen Kampf um Leben und Tod. Blut für Blut, so muss es sein. Jeder steht am Ende allein. Doch niemals gibt mein Herz mir Ruhe. Denn verflucht bin ich und verflucht bist du. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meine Rezension zu Knight of Crowns, Spiel um dein Schicksal von Stella Tuck. Und ich fange direkt einmal an und lese euch den Klappentext dazu vor, damit ihr wisst, worum es geht. Seit Jahrhunderten liegt über den Adelshäusern Chesterfield und St. Burlington ein unbezwingbarer Fluch. Und das bis heute, obwohl aus den Anwesen längst Internate geworden sind. Von all dem ahnt Alice nichts, als sie für eine Summer School nach Chesterfield kommt. Die Zeichen auf den Handgelenken ihrer Mitschüler fallen ihr nicht auf. Dafür fesselt der charmante, wenn auch undurchschaubare Vincent umso mehr ihre Aufmerksamkeit. Sein Lächeln lässt sie alles um sich herum vergessen, bis Alice eines Morgens eine ihrer Mitschülerinnen versteinert im Wald entdeckt. Und zwar ist es so, dass Alice von ihrer Freundin zu einer Party entführt wird und sie diese Party findet halt am Rand von Chesterfield und St. Burlington statt. Und von diesem Moment an hat sie das Gefühl, verrückt zu werden. Und dadurch fallen absolut ihre Noten im Keller und sie kann sich auf gar nichts mehr konzentrieren. Und wie heftig das für sie ist, das merkt ihr, wenn ihr das Buch lest. Es ist richtig ganz schlimm, was da mit ihr passiert. Und ja, dann muss sie, um das Schuljahr dann doch noch zu packen, an die Chesterfield, um dort Sommerkurse zu belegen. Das ist dann die einzige Möglichkeit für sie. Und sie wird dann von ihrer Mutter dorthin gebracht und kommt dann da an und ja, merkt schon, dass irgendwas scheint hier komisch zu sein. Und ja, dann kommt sie dahinter, was wirklich los ist mit diesen beiden Internaten, welcher Fluch auf den Schülern lastet und was das Ganze mit dem Schachspiel zu tun hat, was wir halt schon auf dem Cover sehen. Und ja, um das herauszufinden, müsst ihr dieses Buch unbedingt lesen. Und ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen, wirklich. Also ich habe das erste Kapitel gelesen und ich war sofort hin und weg, weil diese Autorin einfach so viel Witz in ihr Buch mit einbringt. Obwohl wir hier ein Fantasy-Buch haben und es extrem spannend und auch ernst und tödlich und weiß ich nicht was ist. Aber sie verpackt das dann mit so viel Witz auch und dass es richtig Spaß macht zu lesen. Und die ganzen Figuren sind so gut ausgearbeitet und die Idee, die hinter diesem Buch steckt, wie gesagt, was das mit dem Schachspiel zu tun hat und was die Autorin sich da als diesen Fluch überlegt hat, das ist der Wahnsinn. Es ist wirklich so gut und so gut durchdacht und ich bin nur so durch die Seiten geflogen. Ich habe es extrem schnell durchgesuchtet und wie gesagt, es ist wirklich vom Anfang bis Ende spannend. Es gibt extrem heftige Wendungen. Wie gesagt, weiß ist nicht immer gut, schwarz ist nicht immer böse und man wird total in die Irre geführt und es war einfach so spannend und so toll und ich freue mich unglaublich auf den zweiten Teil, aber er kommt erst im Dezember. Wir müssen so lange warten, aber ja, ich bin wirklich begeistert und ich überlege mir, ob ich doch mal mehr von der Autorin lese, Kiss Me Once zum Beispiel. Davon kommt ja jetzt bald auch ein zweiter Teil und Beat It Up ist auch noch ein Buch, was von ihr demnächst rauskommt. Um mir die Wartezeit ein bisschen zu verkürzen, beziehungsweise um zu schauen, wie sie denn im New Adult Liebesgeschichtenbereich so drauf ist, wie sie da schreibt. Und lest dieses Buch, lest es einfach, es ist so gut, es ist so spannend, ich liebe es über alles. Bitte greift zu diesem Buch, es ist so unglaublich toll. Ja. Das war's schon mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat diese kleine Rezension gefallen und dass ihr vielleicht doch zu diesem Buch greifen werdet. Ach, ich fange schon wieder an zu schwärmen, dabei wollte ich mich gerade verabschieden. Ich liebe es einfach. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag und ganz viel Spaß und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!